heute hier zu sein. Ich komme direkt von der Schicht aus dem Werk. Einige sind hier auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Volkswagenwerk. Und letztes Jahr die Aktion, die stattgefunden hat, die hat dafür gesorgt, dass es eine Diskussion gab. Der Kollege hat schon gesagt, die Medien ist eine wichtige Frage, aber auch die Diskussion im Werk zu führen ist wichtig. Und das hat das auch bewirkt. Diese Leute, Aktivistinnen und Aktivisten, werden jetzt angeklagt und hier vor Gericht geführt, während ein Herr Dies und ein Herr Pösch sich freikaufen mit 9 Millionen Euro. Und dieses Geld, das erarbeite ich gerade, weil wir die nächsten 2 Wochen arbeiten für die 9 Millionen, für die sich der Dies freigekauft hat. Ich sage immer, und das sagen viele Kollegen, ich verkaufe keine Autos, ich verkaufe meine Arbeitskraft. Ich verkaufe diese Autos nicht. Und es ist sehr wichtig, dass es eine Einheit gibt von Arbeiter- und Umweltbewegung und wir immer mehr Beschäftigte auch dafür gewinnen. Wir würden gerne etwas bauen, das nicht die Lunge unserer Kinder zerstört, was nicht dafür mitverantwortlich ist, dass hier eine Klimakatastrophe naht. Und ich bin ausdrücklich solidarisch mit jedem, der darauf mit Recht hinweisen will und mit Recht die Öffentlichkeit aufmerksam machen will auf diese Ungerechtigkeit. Wir sollten Wasserstoffbusse bauen, wir sollten E-Bikes bauen, wir können das alles anders machen, da gebe ich recht. Wir müssen unbedingt den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen und das sehen auch viele von meinen Kollegen so. Ich werde Ihnen auch berichten von hier morgen, wenn ich wieder in die Frühschicht gehe und wünsche euch viel Erfolg bei dem Gerichtsprozess.